Servus, ich mache heute das neue Pomade-Review. Ich habe ja über Facebook eine Abstimmung gestartet zwischen zwei weichen Pomaden, die ich heute reviewen könnte. Und da hat mein Favorit gewonnen. Doch bevor es jetzt gleich losgeht, hier ist mal das Intro. So, da bin ich wieder. Also nochmal herzlich willkommen zum neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo. Ich bin ja der Kandidat für die weichen und mittelfesten Pomaden. Habe auf Facebook eine Abstimmung gestartet zwischen der Linetti und der Hairglow von Mary's. Linetti hat gewonnen, da freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Die Hairglow mache ich dann das nächste Mal. Und bevor ich loslege, möchte ich noch ganz schnell sagen, wenn ihr noch nicht abonniert habt und unsere weiteren Reviews nicht verpassen wollt, dann drückt doch jetzt mal auf den Abo-Knopf. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, leg mal los. Also, das ist die Linetti Brillantina Solida. Schaut so aus, ist in so einer grünen Plastikdose, ist eine italienische Marke. Wenn ich sie aufmache, schaut sie so aus. Drin sieht man dann die Pomade. Und ihr wisst ja, Brillantina ist das italienische Wort für Brillantine, ist eine weiche Pomade. Brillantina solida deswegen, weil es auch eine flüssige Brillantine gibt. Das ist dann das Linetti Haaröl, das haben wir hier. Ist dann in so einer Flasche. Und das ist eben beides, um das Haar schön zum Glänzen zu bringen, schön weich zu machen und schon mal so ein bisschen zu legen und ja, pflegt auch so ein bisschen. Und ich werde heute einfach mal beides anwenden. Deswegen werde ich heute auch kein Hair Tonic benutzen, sondern ich werde mir das Haaröl reinmachen und danach noch die Linetti Brillantine. Wird einen mega Glanz geben, glaube ich, weil Öl plus weiche Pomade. Man kann allerdings mit der Dosierung auch viel weiter zurückfahren und weniger nehmen und dann kriegt man einfach nur einen leichten Effekt. Auch das kann ich jetzt einmal Schritt für Schritt zeigen. Aber dann legen wir mal los. Zuerst mit dem Haaröl in dieser Glasflasche. Und der Duft ist genau der gleiche wie bei der Brillantina Solida, also bei der Pomade, ist so ein ganz angenehmer, dezenter Lavendelduft. Und da nehme ich jetzt einfach mal ja, so ein paar Tropfen in die Hand und verreibe das mal. Und dann hat man halt ölige Handflächen. Und das arbeite ich jetzt in mein komplett freies, ölfreies und pomadefreies Haar ein. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel trockene Haare hat, dann auch an die Damen übrigens, kann man das so ein bisschen in die Spitzen einkneten, wenn man zum Beispiel auch Spliss hat, um das so ein bisschen vorzubeugen. Ich nehme sogar noch ein bisschen mehr, weil das wird von meinen Haaren direkt aufgesogen. Ich möchte, dass man sie schon mal so ein bisschen weicher kriegt, die Haare, und so ein bisschen hinlegen kann. So. Wie man sieht, kann man eigentlich mit so wenig Öl die Haare schon einigermaßen hinkämmen und es gibt schon so einen ganz, ganz leichten Glanz, je nachdem, wie viel man eben genommen hat. Ich will jetzt auch nicht zu viel nehmen, weil ich gleich mit der Pomade hinterherlege. Aber ist schon ganz fein. Fühlt sich auch jetzt schön geschmeidig an, wenn man mit der Hand durchfährt, nicht mehr so trocken. Und wir kommen zur Pomade. Ihr habt es ja schon gesehen, innen drin ist es so eine grüne Pomade und ich mag die deswegen so gerne, weil die von allen weichen Pomaden, die ich kenne, die krassesten Fäden zieht. So zäh und schmierig, das kenne ich von keiner anderen Pomade. Also so lange Fäden zu ziehen, das ist mit einer Mary Superlight auch nicht möglich. Der Duft ist, wie gesagt, genau der gleiche wie der Lavendel. Und ich nehme jetzt einfach mal zwei Fingerspitzen voll. Und ihr seht, das ist ultra schmierig. Also wenn ihr nicht so viel Glanz haben wollt oder wenn ihr einen gescheiten Halt haben wollt, würde ich dir nicht empfehlen. Beziehungsweise wenn ihr gescheiten Halt haben wollt und viel Glanz, dann würde ich dir jetzt Glanztopper empfehlen. Sprich auf eine feste Pomade drauf. Und man kann es jetzt so machen wie mit dem Haaröl. Man nimmt vielleicht nur ganz wenig und möchte die Haare nur ein bisschen anfeuchten sozusagen, mit Feuchtigkeit versorgen, ein bisschen pflegen, ein bisschen geschmeidiger machen. Oder man macht es wie ich und nimmt einfach ein bisschen mehr, um sich auch eine schöne Frisur rauszustylen. Dann nehme ich jetzt gleich noch so eine Menge. Und ihr seht, das zieht so krass Fäden, dass hier auch immer wieder so ein paar Sprenkel runterfallen oder ins Gesicht. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, und es gibt einfach einen richtig geil sauberen Glanz. Brillantina Linetti ist übrigens eine ganz klassische Marke. Die gibt es schon seit 1946 und wird genau seit der Zeit auch unverändert hergestellt. Jetzt kann nämlich heute den langen braunen Uppercut kommen. Noch bei uns im Sale zu haben übrigens. Und dann kämme ich einmal durch. Und das ist halt, wie es man mit einer weichen Pomade einfach gewohnt ist. Überhaupt kein Problem.
mit meinen voluminösen Haaren kriege ich die auch gut hingestylt. Da hinten muss ich noch ein bisschen nachlegen, weil ich habe ja meine Haare neulich beim Friseur wieder ein bisschen kürzer schneiden lassen und dementsprechend stehen sie da jetzt gerade ein bisschen ab. Da muss ich einfach ein bisschen was draufklatschen und sie versuchen, an den Kopf zu kleben. So. Gut. Also für Liebhaber von Brillantinen, das ist so meine Lieblingsbrillantine und auf jeden Fall gehört die auch zu, somit halt zu den zu meinen absoluten Top-Favoriten, was weiche Pomaden angeht. So, ich habe jetzt eine Weile hingekämmt. Ich muss nämlich gestehen, selbst mit meinen einfach zu frisierenden Haaren, jetzt wo sie so ein bisschen kürzer sind, ist das gar nicht so einfach, mit so einer weichen Pomade einigermaßen stabile Frisur zu basteln, weil diese kurzen Haare ganz die Ende wieder boing machen und abstehen. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen Hair Tonic drauf gemacht, damit es wieder ein bisschen beschwert wird und jetzt klappt es echt ganz gut. Ich hätte die Haare vielleicht so, wenn sie so komplett ohne Build-up sind, so wie sie vorher waren, nochmal ein bisschen anfeuchten sollen, weil da hat selbst das Gewicht von dem Haaröl nicht ausgereicht, dass ich sie mir hinlegen kann. Also große Tolle damit bauen. Mal jetzt mit meinen nicht ganz so langen Haaren da vorne geht es eh nicht mehr so gut, aber mit so einer weichen Pomade komplett ohne Build-up, bei mir auch nicht ganz so einfach. Ich glaube, viel mehr dazu wird es nichts. Eine Sekunde, dann kann ich euch gleich mal den krassen Glanz dieser Brillantine zeigen, weil das ist natürlich das, um was es hier eigentlich geht. Das Haar soll ja einfach glänzen. So, ich glaube, ich bin dann einigermaßen happy. Wenn ihr euch mal den Glanz anschauen wollt, das ist halt schon immens, wie bei so einer weichen Pomade eben immer ist. Richtig brillant, deswegen ja auch Brillantine. Und um mich rum habe ich jetzt eine schöne, angenehme Lavendelwolke. Also echt ein geiles Produkt. Ich benutze es immer wieder sehr gerne. Leider ist die Dose mit 50 ml so ein bisschen klein. Sprich, eigentlich ist das so der perfekte Glanztopper, weil als Glanztopper hält es dann auch eine Weile, weil man ja immer nur eine Fingerspitze ungefähr braucht. Oder wenn man halt einfach nur lockere Frisur, nur ein bisschen zur Haarpflege oder so ins Haar einarbeiten möchte. Bei meinen Mengen, die ich so für meine Haare natürlich immer benutze, ist so eine Dose ratzfatz weg. Das wäre, glaube ich, so im Großen und Ganzen alles zu Linetti gewesen. Spitzenprodukt, kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren, wenn ihr mit weichen Pomaden zurechtkommt oder die gerne benutzt. Falls ihr Fragen habt, auch allgemeine Fragen zu Pomaden, muss nicht unbedingt zu Linetti sein, aber auch natürlich auch gerne zu Linetti, könnt ihr das gerne in den Kommentaren machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen und ein Abo, wenn ihr die kommenden Videos nicht verpassen wollt. Da sind wir wirklich immer sehr froh drüber. Dann geht's nächste Woche Montag wieder mit einem anderen Review weiter. Und wenn ich dann wieder drankomme, gibt's wie versprochen die Mary's Hair Glow. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Flo.